und herzlich willkommen zu der dritten Folge von der PP-Tutorial-Reihe auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Klassen arbeitet. Also, wie kann man genau mit einzelnen Klassen arbeiten in PP. Das Ganze ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich zeige das halt einfach mal. Ich werde jetzt dazu aber auch, damit ich auch gleich Namespaces gleich mit erklären kann, werde ich jetzt einmal einen neuen Folder machen. Das ist der, ist halt SRC, der liegt jetzt in SRC und dann mache ich da jetzt halt den Folder Test und da rein mache ich einfach eine neue File und die heißt dann in diesem Fall test.php. So, das machen wir halt einfach wie bei den anderen, wir fangen mit PHP an, dann schreiben wir die Namespace das ist SRC / Test, SRC hier oben / Test. Damit haben wir uns Namespace, das ist ja prinzipiell nur die Folderstruktur, die wir hier haben. Das ist später für Autoloading, wenn man zum Beispiel mit Composer arbeitet, sehr sinnvoll. Von daher sollte man immer dran denken. Dann schreibt man halt den Klassennamen. Test, also prinzipiell sollte euer Klassenname immer dem Namen des Teils vor dem PHP entsprechen, also Test sollte Test sein. So, und jetzt könnte ich hier prinzipiell alles mögliche machen. Es gibt halt im PHP einen Constructor. Ich mache Constructor. Ich mache jetzt einfach mal ein Objekt in dem Fall, also das ist ja mit Private und Public Methoden. Public Static könnte ich hier auch nutzen, dann könnte ich es auch so aufrufen. Ich mache aber jetzt einfach nur Public und Private Methoden. Static sollten den Leuten, die jetzt hier auch zugucken, die auch vor Java oder sowas gemacht haben, sollte eigentlich gang und gäbe sein. Ansonsten nochmal drunter fragen, dann machen wir nochmal ein extra Tutorial zu. Also ganz einfach, als erstes wollt ihr den Constructor haben. Und das ist function --construct. So, das Ganze müsst ihr glaube ich noch public setzen. Das setzt ihr jetzt public. Return value setzt ihr hier bitte nicht, ansonsten muss auf PHP. Dann könnt ihr halt einfach hier private Variablen setzen, private $name zum Beispiel. Hier übergebt ihr dann halt den String $name. Dann sagt ihr halt einfach hier rein $this, dann name gleich $name. So, jetzt erkläre ich das einfach. Wir haben jetzt hier die interne Variable name, kennt ihr halt auch aus Java. Wir übergeben hier den String name und dann, wenn man halt auf interne Variablen zugreifen will, greift man halt nicht wie bei halt Java mit this name zu, sondern halt $this und dann name. Wohlgemerkt, hier ist auch wichtig anzumerken, hier fehlt dann jetzt das Dollar, obwohl die Variable hier mit Dollar deklariert ist, wenn die über $this aufgerufen wird, ist das Dollar hiervor verschwunden. Das sollte man sich verinnerlichen. Was man hier noch hinzufügen kann, wenn man da zum Beispiel jetzt halt, wie wir es jetzt machen mit Typisierung arbeitet, kann man hier mit einem / zwei Doppelpunkten, also vielmehr hier in Visual Studio Code automatisch das, also / Doppelpunkt setzen und setze halt auch den Sternchen setzen, dann setzt auch mal Sternchen / und dann kann man halt hier reinschreiben mit add var und dann kann ich String reinschreiben. Dann kann ich nämlich genau sagen, dass das hier eine Typisierung hat. Aktuell gibt es nämlich nicht eine Typisierung hier in dieser Zeile drin, deswegen muss das hier drüber schreiben mit der var. Das wird jetzt auch nicht so gravierend. So, deshalb übergeben wir halt den Name, dann können wir einfach hier eine Methode machen, public void public function getName, so wie das hier schreibt ihr nämlich dann nicht void drin, wie ich es gerade schreiben wollte. Das können wir auch wieder an Java denken. Java hat jetzt zum Beispiel public void xyz und hier ist es halt public function getName. GetName hat halt nur einen Rückgabeparameter bei uns, das ist nämlich dann ein $String. Das Rückgabeparameter hier wäre jetzt zum Beispiel public string getName bei Java, hier ist es public function getName --string. Return to the return $this.name. So, und damit übergeben wir das wieder. Dann haben wir noch eine public function setName. Function setName $void. Die gibt halt nichts zurück, dann kann man $void setzen. Das geht aber auch erst, glaube ich, ab 7.2. Also da bitte beachten, falls ihr nur 7.0 habt, die ist $void. Nicht nutzen, kann sonst zu viel führen. Dann setzen wir hier einfach String $name, so übergeben wir und dann machen wir halt $thisName gleich $name, so. Und hier rufen wir noch eine interne Methode auf, damit ich das auch mal zeigen kann, wie Private Functions funktionieren. Ist aber auch nicht schwieriger, ist einfach Private Function Load. So,
Und damit haben wir dann jetzt eine private Funktion. Ihr seht jetzt auch, die wird bei mir jetzt ausgegraut, weil sie hier gar nicht genutzt wird. Und sie kann nicht von außen erreicht werden, von daher, ne, wird nicht genutzt, ansonsten sollte man sie entfernen. Und halt so eine Funktion, sehen wir hier auch, Symbol Load is declared but not used, IntelliFence. Das ist so ein Item, was ich hier nutze. Ich werde auch nochmal erklären, wie man ein sinniges Setup hier unter PHP baut. So, jetzt machen wir für die Load-Methode, machen wir halt einfach Echo Class Loaded. Damit gibt er uns aus, dass die Klasse geladen wurde. Machen wir noch ein Backslash N am Ende, dann müssen wir es aber mit Anführungsstrichen machen, sonst gibt es nämlich hier ein Problem. Genau, wenn ihr Backslash N nutzt, immer mit doppelten Anführungsstrichen, weil mit den einzelnen funktioniert das nicht. So, jetzt müssen wir einfach nur hier ausführen oder this und dann halt load, weil es ja eine interne Geschichte ist. So, und schon ruft ihr die interne Load-Funktion aus. Und jetzt könnt ihr halt einfach Folgendes machen. Ihr macht dann halt jetzt hier ein neues Objekt, also hier bin ich hier unsere Ausführung. Und hier geben wir die Echo Edition aus und hier machen wir jetzt zum Beispiel das Objekt, nennen wir jetzt $test gleich new test, damit halt initiieren wir ein neues Objekt. Jetzt seht ihr hier, wir müssen jetzt einmal importieren hier, Import Class. Jetzt seht ihr auch USRC Test. Damit wir die aber nutzen können, muss ich das einmal mit hier Include hinzufügen. Jetzt fragt euch, ja, was ist ein Include? Ich habe ja hier oben Use drin. Ja, ist richtig, PHP lädt nicht alles automatisch, wie es vielleicht Java macht. Das heißt, ihr müsst eure Klasse inkludieren. Das macht ihr ganz einfach. src /test/test.php. Damit inkludiert ihr einfach die File und damit wird die geladen. Es gibt dann halt auch Autoloading-Funktionen, die werde ich auch nochmal in irgendeinem Tutorial angehen und auch nochmal erklären, wie es funktioniert. Weil die können euch vieles vereinfachen, ist aber jetzt erstmal für die Grundlagen. Ich möchte jetzt in den ersten paar Tutorial rein zumindest jetzt die Grundlagen machen, bevor ich jetzt hier groß anfange, irgendwelche Spezialsachen zu machen. Möchte ich aber mit den Grundlagen halt so ein bisschen zeigen, wie es funktioniert. Ja, jetzt sieht hier auch schon der Monat jetzt rum, fehlt ein Name. Jetzt übergeben wir hier halt einen Namen Test. Oh ne, 1, 2, 3. Sorry. Übergeben wir halt ein 1, 2, 3. Dann machen wir Echo $test get name. So, damit gibt ihr jetzt halt uns den Namen aus. Dann machen wir $test set name. Damit können wir das übergeben und den jetzt nehmen wir jetzt Test 1, 2, 3 setzen wir jetzt. Dann echoen wir das nochmal. Und dann will ich auch einmal zeigen, die Load-Funktion können wir jetzt nämlich nicht ausrufen. Hier seht ihr zwar Load wird angegeben. Er wird aber sagen, dass es die Methode nicht gibt, weil es eine Private Function ist. Hallo. Also ihr könnt sie auf jeden Fall nicht ausführen. Solltet nicht ausführen können. Ich habe sie doch als Private deklariert. Ja. Das ist halt jetzt hier ein Fehler. Auf jeden Fall ist es eine Private Function. Dementsprechend könnt ihr die hier nicht nutzen, weil es halt eine Private Function ist, die da drin aufgerufen wird. Ja, und damit können wir jetzt auch die Test ausgeben. Ich mache das mal so, dass ich hier nach noch ein Backslash N setze, damit man dann halt auch die Zeilenumbrüche sieht. Dann füllen wir das Ganze einfach mal aus. Ziehen wir wieder unser Skript hier rüber. Füllen es aus. Jetzt geben wir 120 ein. Addieren. Dann seht ihr Class Loaded. Das ist ja das, was wir als Ausgabe von unserer Private-Funktion hatten. Dann 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Ich ziehe es mal wieder rüber. Kurze Erklärung, als erstes initiieren wir die Klasse, beim Initiieren wird die Load-Methode ausgeführt, Class Loaded. Danach erstellen wir halt den neuen Test, geben den Name aus, dann nennen wir ihn um, geben den Name aus. Und so einfach könnt ihr mit Objekten in PHP arbeiten. Nichts Schwieriges, recht einfach, recht simpel. Und das ist eigentlich schon eine ganz wichtige Sache, um halt überhaupt zu verstehen, wie es funktioniert. Also PHP hat halt ein vollwertiges Klassensystem. Ihr könnt halt wirklich komplett über Klassen arbeiten. Ihr könnt die halt untereinander verbinden, das machen wir mit diesem Include. Wie gesagt, es gibt halt auch Autoload-Funktionen. Composer zum Beispiel hat halt mit Packages eine Autoload-Funktion. Man kann aber auch mit PHP eine eigene Autoload-Funktion basteln. Das werde ich auch auf jeden Fall nochmal in einem Tutorial angehen. Ja, also PHP kann sehr viel und auch sehr coole Sachen. Aber das sind sozusagen jetzt diese Grundlagen für erstmal überhaupt, wie ist dieses Konstrukt PHP zu funktionieren. Bis jetzt haben wir jetzt noch auch keine Sonderheiten von PHP, also zum Beispiel Sondervariablen abgehandelt, was PHP prinzipiell kann, also solche Art System war es, wie man sie von Java kennt. Das Ganze werde ich jetzt in den nächsten Tutorials angehen. Jetzt haben wir prinzipiell die Grundlagen, also ihr wisst, wie ihr eine Funktion baut, ihr wisst, wie ihr die
wie eine Klasse grob baut, wie ein Konstruktor von einer Klasse aufruft und ihr wisst halt grob die Besonderheiten von PHP, also dass PHP zum Beispiel halt keine Variablendeklaration in dem Sinne hat, abgesehen von den 7.x-Versionen, die jetzt halt das eingeführt haben. Und ja, damit würde ich jetzt halt auch sagen, sind wir für heute durch. Beim nächsten Mal werde ich halt anfangen, solche Spezialfunktionen zu erklären, halt vielleicht nochmal Richtung Post-Get, dann noch Server-Sachen zeigen, was ihr machen könnt. Ihr könnt da nämlich richtig gute Sachen machen. Und ja, von daher danke ich mich jetzt fürs Zusehen. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare reinhauen. Ansonsten Kanal abonnieren, Glocke drücken, um halt dann auch benachrichtigt zu werden, wenn es weitergeht mit der Tutorial-Reihe. Und ich danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!